Ja, Sparrow kann immer noch klettern. Das ist gut. Und ich denke, wir gehen dann jetzt in ein Level rein, was mich damals, ja, aufgrund von ein paar bekannten Charakteren, ja, was ich ulkig fand, was ich lustig fand. Und ja, das hieß im Originalspiel Glut. Hier in diesem Remaster heißt es Wüstenpalast. Ja. Dann sehen wir doch mal, was da so abgeht und welche Charaktere das sind. Moment mal. Wie viele Level sind das denn eigentlich noch? Ja, gut. Die stehen hier nicht drin. Im Originalspiel konnte man das nachzählen, aber ja, okay. Egal. Auf geht's. Reisen nach Wüstenpalast. Wie gesagt, Originaltitel heißt Glut. Ganz schön knapp. Oh. Wir fliegen. Ja. Jemand Süßigkeiten. Das wurde ihm zu Verhängnis. Hallo Spyro, mein Bruder Händel und ich wurden besiegt, um diese Burg zu sprengen. Aber diese fiesen Soldaten haben Händel erwischt und ich sitze hier fest. Wenn du die Türen öffnest, die den Weg versperren, kann es Händel suchen. Und dann beenden wir unsere super geheime Agentenmission. Okay, also sie heißt hier Greta und der Junge heißt Händel. Ja, leitet sich aber ab von Hänsel und Gretel. Also, ja. Hänsel und Gretel. Das waren auch die Originalcharaktere im Original. Ja. Warum die das jetzt hier ein bisschen umgeändert haben, das weiß ich leider nicht. Aber naja, es funktioniert auch. Na. Wirst du das wohl lassen? Mit der Steinschleuder. Gar nicht gut. Ja, das ist auch der Grund, warum ich dieses Level immer so ulkig fand. Wegen Hänsel und Gretel, ja. Die ja. Und dass sie Geheimagenten sind und in der Wüste irgendwas, ja, eine Burg sprengen sollen. Also entschuldigt mal, das ist doch irgendwie viel zu... ja. Das interpretiere ich einfach nicht mit diesen Charakteren. Deswegen, keine Ahnung. Also wahrscheinlich irgend so eine hyperaktive Version von Hänsel und Gretel oder so. Naja, egal. Hier sehen wir bald wieder. Hier sehen wir erstmal Jäger wieder. Hallo, Kumpel. Die Affen sind aus dem Avalazo ausgebüxt und ich soll sie einfangen. Aber sie bewerfen mich mit Kokosnüssen und das tut weh. Kannst du mir helfen? Klar. Toll. Stürme einfach gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die fallenden Affen fangen. Mir nach. Okay, hau die Affen aus den Bäumen. Gut, wo gehst du denn zuerst hin? Ha? Oh, warte mal. Da? Ah. Okay, hier muss man ein bisschen wachsamer sein. Weil hier auch beim Vorbeigehen die Affen hier auf Jäger zielen mit ihren Kokosnüssen. Also man hat diese Aufgabe tatsächlich anspruchsvoller gemacht in diesem Remaster. Weil es war im Original sehr, sehr leicht zu verhindern, dass Jäger von Kokosnüssen getroffen wird. Böser Affe. Böser Affe. Ja, rauf.
Und wieder runter. Danke, Spyro. Bitte nimm das hier. Das hatte einer der Affen dabei. Alles klar, danke. Wie du ja weißt, können wir es gebrauchen. Danke. Man sieht sich, Kumpel. Na. Okay, wir kommen immer weiter in die Burg hinein. Und ja, hoffentlich finden wir darin Hänsel. Oder Händel in dem Fall. Oh, wartet mal. Ich habe doch oben jetzt Edelsteine vergessen. Moment, bei Jäger. Sekunde. Erstmal Fahne rauffahren. Tür öffnen. Und jetzt. Au. Und jetzt zurück. So. Wieso hängen die hier schon wieder da? Jäger, hast du sie rausgelassen? Warum hängen die Affen wieder hier? Na. Das geht doch nicht. Na, also ich helfe dir jetzt nicht nochmal, sie einzufangen. Bei allem Respekt. Oder vielleicht hast du sie ja noch. Und ist nur neu hinzugekommen, kann ja auch sein. Na. Ja. Das bereust du. Mit einer Steinschleuder, ja. Das ist nicht witzig. Na, wer hat hier die Hörner? Genau, ich, Spyro. Naja, beziehungsweise Spyro, ich habe keine Hörner. Immer schön differenzieren. Moment mal kurz. Ich muss mal kurz... Wüstenpalast, alle Bäume. Alle Bäume? Heißt das, ich muss da mit einem Superfeuer die irgendwie anfackeln? Wie war das nochmal? Sekunde. Da muss ich nachhaken. Alle Bäume? Soll ich alle Bäume abfackeln oder wie ist das? Oder an? Danke. Okay, letzte Flagge. Und da ist die Tür offen. Gut. Ich hoffe, ich finde das relativ schnell raus mit den alle Bäume, weil das kommt mir jetzt gerade so vor, als würde ich das nicht kennen. Ja. Oh, Leute, hier gibt es jetzt mal ordentlich Krach. Ordentlicher Knüller, passt auf. Frohes neues Jahr, würde ich sagen. Na, dann her mal mit all diesen Edelsteinen. Das bunte Glitzern. Da können nicht viele widerstehen. Wo? Nicht weiter. Na. Böser Messerer. Das geht gar nicht. Hey, was guckst du, hm? Was hast du da? Steinschleuder? Ich hab Hörner. Die sind schneller als deine Schleuder, ha? Hast du das gewusst? Ja. Falscher Sprung. Wow. Und der letzte. Bin ich mir sicher, dass das jetzt der letzte war.
Ja, ich glaube schon. So, ich vermute einfach mal, dass jetzt Händel und Greta sich hier im Intro hinter diesen Vasen versteckt haben. Mit Sicherheit. Tja, jetzt mal so kaputt. Weil hier war der Lolli, wo Händel reingebissen hat. Und jetzt, Moment, jetzt rede ich nochmal. Jetzt rede ich mit Greta, weil sie ist jetzt auch hier drin. Und ja. War da noch was? Nee. So. Spyro, du bist ein toller Geheimagent. Jetzt können Händel und ich die Mission erfüllen. Nimm diesen Talisman. Es hat